Hallo und willkommen zurück zu Scum. Dem Spiel, wo wir gerade das Problem haben, dass wir leider Zombies auf uns aufmerksam gemacht haben. Jo, der hat uns gesehen. Das können wir nicht schönreden, der hat uns gesehen. Ui! Wow, das war aber in letzter Sekunde. Das war jetzt aber gerade in letzter Sekunde. Habe ich das richtig gesehen? Waren hier auch noch Zombies? Nein. Puh. Ja, man muss auch mal sportlich sein hier im Spiel. Also, tja. Wir haben nämlich nicht mehr viel Lebensenergie. Und ich denke, dass das Recovering momentan auch nicht so gut ausschaut. Die sind also auf jeden Fall inzwischen so schlau, dass sie versuchen, ums Haus drumherum zu laufen. Eigentlich können wir uns nur hier sterben lassen, oder? Ja. Ja. Es waren nämlich gleich 4. Da hatten wir 0 Chance. Das kann man noch nicht schöner reden. Tja. Ja, ich bin am Verhungern. Nein, wir sind nicht mal am Verhungern. Wir haben ja einen Neustart gemacht. Ja, wir verhungern aber trotzdem. Na, ist egal. Tja. Es ist zumindest wieder Tag. Und wir sind diesmal am Arsch der Welt gespawnt. In der Nähe von Bielefeld demnach. So, mit 0 Anhaltspunkt, welche Richtung wir jetzt müssen. Ah, da ist eine Straße. Also nicht 0 Anhaltspunkt. Wenn das die Straße ist, dann müssen wir genau in die andere Richtung. Da lang. Tja, was soll ich sagen? Nicht ganz mehr da lang, so. Ach, das war ein Reh. Dreh noch ein bisschen. Es macht zumindest den Eindruck, als ob der Punkt in die richtige Richtung wandert. Dreh noch mal ein bisschen. Obwohl das gar keinen Sinn macht, nach der Lage der Straße zu orten. Ah, ich denke, wir haben ja noch da. Ja, wir sind noch lange nicht mehr durchs Grün gelaufen. Also, wird da ja wieder nichts viel passieren wird jetzt die nächsten Minuten, einfach nochmal von mir eine kleine Aufforderung an euch. Und zwar möchte ich daran erinnern, dass wir zurzeit 7 Days to Die spielen. Und zwar auf einen eigenen Server, den wir auch euch kostenlos zur Verfügung stellen. Das heißt, ihr könnt kostenlos auf diesen Server einloggen. Ich kann mal gucken, wo der Zombie ist, den ich höre. Ist das ein Zombie? Ja, das ist ein Zombie. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist eine E-Mail zu schreiben an playerslevel@gmx.net. Ich wiederhole nochmal, playerslevel@gmx.net. Und ihr bekommt dann den Zugang zu diesem Server. Ja, und das absolut kostenlos. Das Einzige, was ihr natürlich damit zulassen müsst, ist natürlich, weil wir diesen Server natürlich benutzen, um genau das Let's Play, das passende, das 7 Days to Die Let's Play aufzunehmen. Ja, ihr könnt natürlich dann auch mal ins Bild geraten. Das heißt, ihr müsst natürlich dann auch einverstanden sein, dass wir euch da auch entsprechend aufnehmen. Aber, was soll ich sagen, ne, wann hat man mal die Gelegenheit von sich selber vom Spielen her eine Aufnahme zu bekommen und das auch noch gratis. Also von daher, ich denke, das ist eine Sache, die lohnt sich. Und gerade für die Zuschauer, die hier zuschauen und Scum spielen,
glaube ich, ist es auch mal ganz interessant, 7 Days auch mal reinzugucken. Und wie gesagt, na, ihr braucht euch nur das Spiel anzuschaffen. Und wenn ihr das auch nicht wollt, gibt es selbst da gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Und zwar wird in der Folge am, ich hoffe, ich sage es nicht verkehrt, in der Folge am Mittwoch, also am Neujahrstag, zum neuen Jahr quasi passend, wird ein 7 Days to Die verlost. Das heißt, ihr habt die Gelegenheit, ein 7 Days to Die hier auf diesem Kanal zu gewinnen und damit quasi auch die Freikarte, wenn man so will, in das Leben eines Players Level, eines YouTubers und quasi auch euch damit an dem Spiel zu beteiligen. Einzige Voraussetzung an dem Ganzen ist, wie gesagt, die Einverständnis, dass ihr mit der Aufnahme einverstanden seid. Aber es gibt natürlich einen kleinen Krux an der Sache, weil das Spiel wird nur auf Steam verschenkt. Das heißt also, ihr müsst ein Steam-Account besitzen und entsprechend ein, soweit ich weiß, ist Steam nur auf PC, also ihr müsst entsprechend dann einen PC haben, um mitspielen zu können. Ja, bei 7 Days gibt es ja auch auf Konsole, aber wir verschenken es nicht auf Konsole. Nur eine PC-Version wird verschenkt. So. Also, jetzt sind wir an einem Gebäude angekommen. Ein Gebäude, das habe ich schon öfters gelootet und soweit ich weiß, hat dieses Gebäude. Ich bin am Verhungern natürlich, klar. Weil er wieder mal den Stand des Magens nicht neu gemacht hat. Ein Haus ohne Garage. Das heißt, wir können hier kein Auto finden. Ein Topf. Der nützt uns jetzt auch viel. Brauchen wir zu essen? Wir brauchen keinen Topf. Shit. Okay, das Haus war leider nicht leer. Ich guck mal, vielleicht ist ja die obere Etage leer. Das sieht besser aus. War mal zu leise, ne? Den hätten wir, den haben wir nicht wach gemacht. Butter. Es ist die Frage, essen. Kann man Butter essen? Offensichtlich ja. Es ist nun nicht gerade sehr effektiv, Butter zu essen. Was ist das denn? Sonnenblumenkerne. Sonnenblumenkerne kann man doch essen, ne? So, das dürfte aber auch nicht viel gebracht haben. An Magen. Schuhe habe ich. Und quasi dieselben, die ich anhabe. Ein Medipack. Käppi noch. Und das war's mal wieder. Das ist eine Aloe Vera, glaube ich. Oh ja. Können wir uns den Magen mal mit Aloe Vera rauf vollhauen? Ja, hat zumindest den Magen gut gefüllt. Wir sind bei 54, 59% Mageninhalt. Ah, da ist noch ein Zombie.
Ah, die eigentliche Ortschaft, die scheint noch weiter die Straße runter zu sein. Ja. Sei friedlich. Darunter können wir nicht, vermute ich. Obwohl ich von hier den Zombie nicht sehe. Scheiße, da ist er. Also wir werden mal wieder unser Leben verlieren. Und wir können jetzt nur darauf hoffen, dass das Haus hier leer ist. Wir haben ihn abgehängt. Nein, wir haben ihn nicht abgehängt. Und es sind wieder zwei. Sehr cool. Wenn man jetzt wenigstens ein Auto hätte. Oh, eine Kohlhammer. Das ist der Stoppwechsel. Stoffwechsel sagt, alles super. Feuerwerk? Würde ich ja gern mitnehmen. Sie verfolgen einen förmlich. Das ist genau die gleiche Situation, die wir eben in den Game Safe auch schon hatten. Wenn wir jetzt nicht zufällig ein Auto finden, ne? Dann sind wir jetzt eigentlich aufgeschmissen, weil wir gar nicht hier weg können. Weil sobald wir versuchen wegzugehen, werden wir von den Zombies angegriffen. Ja. Was soll ich sagen? Weil die Zombies ohne Waffe einfach nicht zu töten sind. Schere können wir aber nichts mehr tun. Ich hätte sehr gerne eine Schere. Ah, der zieht die drunter. Eine kurze Hose. Okay, sehr schön. Das bedeutet nämlich, wir können die Schere mitnehmen. Dann können die Cola-Dose wegtun. Das sagt der Stoffwechsel. Wir haben doch noch 11% im Magen. Ne? Ich weiß nicht, warum er sagt, du bist am Verhungern. Mit 11% Mageninhalt. Das ist mir zu hoch. Jetzt auch noch ein Zombie hier im Haus ist, dann sind wir ganz aufgeschmissen. Was soll das denn sein? Eine Tauchermaske. Sehr schön. What the heck? Überleg gerade, ob es was bringt, wenn man jetzt sich hier schlafen legen würde.
ob man dann eben mit der Weile die Witterung verlieren würde. Da ist das nächste zum Trinken. Aber da haben wir leider keinen Platz für. Ich kann es nur auftrinken. Mehr geht nicht. Was wenigstens sinnvoll genutzt. Besser als wegschmeißen. Eine Seife. Eine relativ große Wohnung. Eine Hose. Aber nicht mit mehr Platz als die Hose, die wir anhaben. Feuerwerk. Das sind, glaube ich, Vitamintabletten, ne? Aspirin. Entzündung. Okay. Wollte ich auch gar nicht haben. Tabletten nehmen. So. So, wir sind in dem Haus fertig und jetzt kommt es drauf an. Wir müssen, na, hier kommen wir nicht raus, wir müssen zu dem Haus darüber. Da ist unten noch ein Fenster auf, aber die Zombies stehen vor der Tür. Hehe, bam, wieder geschafft. Weihnachtsmannjacke. Das ist schön. Die ist schön warm. Ich habe Hunger. Da sagst du mir was Neues. Glaube ich besser als die Kappe. Dann warten wir schon wieder für die Fenster. Oh, Scheiße. Ist das ein anderes Haus? Ich hoffe es.
Medipack. Immerhin. Und uns noch mal Butter rein. Aha, wir haben ein Messer. Wir haben ein Messer. Das bringt nicht viel. Aber wir haben es. Ich gebe zu, eine Axt wäre mir lieber jetzt gerade. Aha, da ist einer drin. Die Tür ist zu. Eine Tasche. Ja, so langsam wird's. Aber trotz allem, das nützt uns ohne Waffen, nützt uns das alles überhaupt nichts. Scheiße! Ups! Und hüps! Und hüps! Oh Mann! Laufe ich hier durch die Gegend mit der Butter in der Hand? Mit der Butter in der ganzen Hand? Ja. Wir wollen es gar nicht weiter ausarbeiten. Was er denn so macht mit der Butter in der Hand und während er das ganze Land reist. Ja. Ich frage mich gerade, ob die Zombies ins Wasser kommen. Ob das nicht eine Lösung für unser Problem ist. Aber wir sind ja jetzt hier direkt am Wasser. Vielleicht machen wir einfach einen beherzten Sprung ins Wasser. Vielleicht geben sie dann nach einer Weile die Verfolgung auf. Das ist jetzt so ein bisschen meine Hoffnung. Oder wir schwimmen ans andere Ufer, auf der anderen Seite. Das wäre zwar ein weiter schwimmerischer Hochleistung, so. Ich mag diese Pummelmütze nix. Ausrüsten. So, weg mit der Pummelmütze. So, wir haben nochmal unser Indy vergrößert. Es ist gewagt, zugegebenermaßen, aber es ist machbar. Könntest du an die Oberfläche schwimmen? Okay. Jetzt werde ich hier verprügelt im Wasser.
geht da nicht an die Oberfläche. Keine Ahnung warum. Warum geht er nicht an die Oberfläche? Ich muss auf jeden Fall in tieferes Wasser. Es nützt jetzt so nichts offensichtlich. Die treffen mich immer noch. Aber ich bin sowieso jetzt bald tot. Weil aus irgendeinem Grund er nicht an die Oberfläche schwimmt. Wir uns damit den Zombie hier nicht so wirklich entledigen können. Von der Idee her war das ja eine gute Idee, aber es nützt nichts, wenn sie nicht funktioniert, ne? Ja. Da, das war's mal wieder. Ja. Ich habe Hunger. Ach ja. Ich bin jetzt langsam so ein bisschen genervt. Ich kann es nur wiederholen. Ich habe das. Oh, das Dorf kennen wir. Ist das das, wo wir schon mal waren? Ja, ich meine ja. Ich kann es nur sagen hier und in aller Deutlichkeit betonen, ich habe den Eindruck, die Entwickler haben sich hier mit dem Freigeben, so, ich nenne es, formuliere es jetzt wirklich mal so, mit dem Freigeben der Räumlichkeiten, dass man diese also die Zombies innen drin spawnen, ohne das Balancing anzupassen, was die Waffen angeht und was den Kampf angeht, haben sie sich, glaube ich, ein Eigentor geschossen. Ja, das ist auf jeden Fall das kleine Städtchen, was wir kennen. Weil ohne Waffe ist es jetzt förmlich unmöglich geworden, zu überleben. Es ist wirklich förmlich unmöglich geworden und eine Waffe findet man in den meisten Fällen nicht. So, ich werde jetzt einfach das Folgende machen. Ihr merkt es schon, denke ich. Ich werde jetzt mal ganz gezielt nach einem Fahrzeug suchen. Warum muss ich urinieren? Ich sage ja, der stellt offensichtlich die Lebenswerte nicht zurück. Wobei ich wirklich das dringende Gefühl inzwischen habe, dass sie die Fahrzeuge aus irgendeinem Grund verringert, die Anzahl der Fahrzeuge, oder sogar ganz rausgenommen haben. Hab ich langsam den Eindruck. Weil wir sind jetzt in so vielen Dörfern. Ja, leck mich. Aber wir sind jetzt in so vielen Dörfern gewesen. Wir haben so viele Garagen geöffnet. Wir haben bis dato nicht ein Fahrzeug gefunden. Und das halte ich schon für unmöglich, muss ich sagen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind in dem Dorf zum Beispiel, sind wir schon gewesen. Kann mich ganz deutlich daran erinnern. Die Garage, wo ich gerade so ganz zielbewusst drauf zugelaufen sind. Da haben wir das letzte Mal noch ein Fahrzeug gefunden. Das weiß ich definitiv. Und die Garage ist leer. Und das ist ja jetzt hier wirklich schon ein größeres Dorf, ne? Also wenn wir hier kein Auto finden, ich sag's nicht gern, aber ich glaube, dann werden wir das wirklich jetzt mal beenden müssen. Tut mir leid, Leute. Also ich weiß, für die ganze Fangemeinschaft, ne, von diesem Spiel, für die vielen Abonnenten, die es auch gebracht hat
Ich habe es ja vor ein paar Folgen, habe ich es noch aller Unterstrichlichkeit gelobt bis zum Get-No. Und mich gefreut ohne Ende darüber. Aber ich muss einfach sagen, es ist so momentan so ein Punkt erreicht, wo ich eigentlich nur sagen kann, meine Geduld hat ein Ende. Also wir spielen jetzt schon, es hat mich schon extrem genervt, muss ich einfach mal so sagen, dass das Gebäude, was wir wirklich in vielen Folgen peu à peu, da hat der Dirk ja noch mitgespielt, da haben wir die Location gefunden, ja, als wenn Dirk noch mit dabei war, und haben die in vielen Folgen peu à peu zusammengebaut, ne, diese Location. So, und der Server, ich habe es jetzt drittes Mal jetzt übrigens, das habe ich noch gar nicht erwähnt, warum auch, ne, weil es war ja wieder erfolglos. Ich habe also erneut versucht, auf diesen Server draufzukommen. Also ich habe sehr stark den Eindruck, dass der Server offline ist, also ersatzlos gestrichen wurde. Es war ja, muss ich dazu sagen, es war ein offizieller Server, ne, kein eigener. Und deswegen, also der Game Safe einfach weg ist, klar, ne, können die Entwickler auch nicht für, sag ich mal. Das ist einfach für uns jetzt einfach Pech, weil das natürlich, da waren wir also schon sehr weit, wir hatten ja ein eigenes Vor, fast fertig gebaut. Das. Also ich hätte wirklich, ich habe es ja auch in den letzten Folgen auch gesagt, ich habe wirklich angefangen, das Spiel zu mögen. Und obwohl der Nachfolger quasi schon in den Startlöchern steht, ne, und wir auch schon aufgenommen haben, ja, spiele ich es weiter. Ne? Eigentlich Dirk ja schon raus ist, weil er gesagt hat, er hat keine Lust mehr drauf. Ne? Was ich absolut verstehen kann, weil das Leben, ne, ist ja lebenswert dank Abwechslung. Ja, also, aber ich kann es nicht anders sagen, und ich denke, ihr seid da sogar mit mir pari jetzt, wenn ich. Aber ich habe das dringende Gefühl, die haben die Fahrzeuge komplett rausgenommen, weil das kann nicht sein, dass in so einem großen Dorf in nicht einer Garage ein Auto steht. Das kann nicht sein. So viel Pech können wir gar nicht haben. Ja, ich glaube, das war die letzte Garage, die es in diesem Dorf gibt. Ne? Es steht auch, es steht nirgendwo, es draußen irgendwie ein Traktor oder ein Quad. Ne, die ja dann teilweise auch wirklich draußen stehen. Ne? Es steht nirgendwo was. Es steht kein Polizeiauto an der Polizeiwache. Es steht nirgendwo ein Fahrzeug. Und das kann ich einfach nur noch sagen, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Also ich beende gleich die Folge. Und ich kann es nur sagen, ich kann es nur wiederholen, es tut mir unsagbar leid, dass ich das sagen muss. Aber ich denke, ihr habt da Verständnis für. Also, ich würde euch super gern die Stadt zeigen. Echt super gern. Aber das macht nun mal nur mit Auto Sinn. Weil die ja relativ groß ist. Und ich würde euch gerne da die verschiedenen Locations, die es gibt, einfach mal zeigen. Weil das auch wirklich alles. Also haben sich die Programmierer wirklich ins Zeug gelegt. Das ist alles super gut gemacht. Na, was ich so an Ausschnitten und Screenshots gesehen habe. Aber ohne Fahrzeug macht das keinen Sinn. Wir werden nicht so weit kommen. Wir werden verhungern, ehe wir da sind. Und wir finden kein verfluchtes Fahrzeug. Wir finden einfach keins. Und dadurch, dass die Zombies jetzt in den Häusern sind, das hat es uns, ja, ich sag's mal einfach so, wie es ist, es hat es uns unmöglich gemacht, hier wirklich zu survivalen. Ja, weil finden wir keine Waffe, sind wir tot.
Das ist einfach die traurige Wahrheit. Und wir haben es ja jetzt mehrfach gesehen. Das war ja schon immer so. In einem Faustkampf hat man einfach gegen die Zombies keine Chance. Und ja, eine Waffe finden wir nicht. So, ich werde jetzt Folgendes machen. Gehen wir hier in das Haus rein. Und dann beende ich diese Folge. Und ihr könnt gerne mal in den Kommentaren reinschreiben. Das würde mich sogar extrem drüber freuen, wenn ihr reinschreiben würdet, Ronny, du machst das falsch mit dem Fahrzeug. Da und da findest du das. Ja, mit Sicherheit wirst du da ein Fahrzeug finden. Dann bin ich gerne bereit, dazu weiter aufzunehmen. Ich werde auch jetzt gleich mal in den Foren gucken und gucken, ob ich irgendeinen Hinweis finde, wo man ein Fahrzeug finden kann. Aber de facto jetzt, Stand jetzt, würde ich sagen, das war die letzte Folge Scum. Also die Stadt ist nicht weit weg. Also ich überlege jetzt wirklich, weil ich es wirklich auch, ich will es auch selber sehen. Ich würde ja auch selber gerne mal die Stadt sehen, ne? Ich überlege jetzt ganz schwer, ob wir wirklich hingehen und zu Fuß bis da laufen. Ja, aber da muss ich jetzt echt mal drüber schlafen. Also ich wäre froh, wenn ich von euch Kommentare sehe, na, und was höre und ihr mir da vielleicht irgendwelche Tipps geben könntet, wo ich ein Fahrzeug finde, wo ich vielleicht auch besser Nahrung finde. Ich meine, ich habe schon gesehen, hier ist ein Garten. Das erhöht ja unsere Chance auf Nahrung ja extrem. Also vielleicht machen wir auch noch mal ein paar Folgen, dass wir eine Folge quasi, dass wir wirklich dann jetzt zu Fuß bis in die Stadt gehen werden. Aber ich habe einfach das Gefühl, ne, vielleicht finden wir ja hier eine Waffe, aber ich habe einfach echt wirklich jetzt gerade ein ganz schlechtes Gefühl. Ja, ja, also ich kann nur sagen, schaltet am, das dürfte jetzt die Dienstagfolge gewesen sein, vielleicht ist es auch die Sonntagfolge, ich weiß es nicht. Also schaltet einfach nochmal ein, vielleicht mache ich nochmal 4 Folgen, dass ich euch nochmal eine Woche versorge. Aber ich bin mir gerade wirklich absolut nicht sicher, ob das noch wirklich einen tiefen Sinn hier hat. Also ich würde mich freuen, von euch zu hören. Ich würde mich freuen, euch in 7 Days to Die dann auch zu sehen, falls Kram hier wirklich sein Ende hat. Ja, würde ich mich freuen, euch da wiederzusehen. Ich danke fürs Zuschauen, ich danke für die Treue, ich danke für die Abos. Bitte die Abos jetzt nicht aus der Wut raus, dass ich aufhöre, wieder zurückziehe, weil ich, wie gesagt, ich wiederhole es normal. Eigentlich wollte ich schon viel früher aufhören. Dass es immer mehr Abos kam, hat mich weiter daran festgehalten. Ich habe meinen Spaß in dem Spiel auch inzwischen gefunden, muss ich sagen. Aber ohne Fahrzeuge macht es für mich keinen Sinn. Weil nur mit einem Fahrzeug hat man wirklich die Chance, mehreren Zombies zu entkommen. Weil im 1-zu-1-Kampf hat man keine Chance, selbst mit Waffe, keine Chance gegen Zombies. Und ihr habt es ja in der Folge vorher gesehen, da waren ja wirklich dann inzwischen 4 Zombies hinter mir her. Ja, das Schwimmen scheint auch nicht mehr zu buggy zu sein, weil ich nicht mehr auftauchen konnte. Also das, ich habe ja gehofft, so die Zombies loszuwerden. Ja, also, aber selbst dann, ne, wie willst du weiterspielen, wenn du keine Waffe findest, wenn du nicht genug Ernährung findest? Ah, ich weiß es nicht. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mal schreibt, mich anspawnt. Ansonsten seht ihr, wenn es jetzt heute wirklich die Sonntagfolge ist, wenn es nicht die Sonntagfolge ist, wird auf jeden Fall noch was kommen, weil ich werde auf jeden Fall die Sendung erst am Sonntag folgen. Wenn es die Sonntagfolge ist, schaltet am Montag ein. Da werdet ihr von meiner kleinen Tochter ihr erstes Let's Play sehen können in 4 Folgen. Ja, das wird dann am Montag, Dienstag, Freitag, Sonntag, dann Samstag, Sonntag, dann nächste Woche erscheinen. Und danach kommt dann ein neues Spiel. Ich weiß aber noch nicht was. Ja? Und falls ihr mir in der Zeit schreibt und mir da noch Tipps gibt, dann lasse ich mich auch dazu überreden, Scum weiterzuspielen. Ja, jo. Ich bin raus. Es tut mir echt vom Herzen gerade wirklich, wirklich, wirklich sehr, 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 sehr leid. Aber ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll momentan. Bis dann. Tschüss.